Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr alle zu meinem Vortrag gekommen seid. Ich gebe euch erstmal kurz eine Übersicht, was uns jetzt erwartet in der kommenden Stunde. Zunächst möchte ich motivieren, warum ich das Projekt überhaupt gestartet habe, damit ihr ein bisschen die Beweggründe versteht. Dann gebe ich als erstes eine kurze Übersicht, versuche mich also an der Definition, zeige euch aber dann auch gleich eine Demo. Denn ich finde, man kann anhand der Demo dann sehr viel besser verstehen, worum es in dem Projekt eigentlich geht. Ich kann viel sagen, aber wenn ihr es einfach seht, dann ist das viel eindrucksvoller. Danach gehen wir ein auf die unterstützte Hardware und wie Cross-Compilation funktioniert bei uns. Wir werden sprechen über Partitionen, Dateisysteme und deren Updates, über Firmware, Kernel und deren Updates. Und dann werde ich noch ein paar konkrete Anwendungsfälle, also Sachen, die ich umgesetzt habe, mit dem Projekt vorstellen. Am Ende haben wir dann auch noch Zeit für Fragen und Antworten. Sofern ihr allerdings eine Frage habt, wo ihr denkt, dass die für den unmittelbaren Verlauf des Vortrags super wichtig ist zu beantworten, auch gerne einfach die Hand heben und dann können wir die mit reinnehmen. So, zur Motivation. Ich war im 2012 im Hackerspace-Raumzeitlabor unterwegs in Mannheim und dort habe ich an einem Projekt mitgearbeitet, das war das Hausbus-Projekt. Das kann man sich so vorstellen, das war einfach eine RS-485-basierte Verkabelung, also so ganz ähnlich wie RS-232, wäre einfach eine serielle Schnittstelle, aber mit ein bisschen besser quasi und ein bisschen länger. Und da wollten wir eben so Sachen miteinander verbinden, wie irgendwie ein Kassensystem, Musikanlage, Türschloss, damit eben die Mitglieder da einfachen Zugriff hatten und die ganzen Geräte und Gerätschaften nutzen konnten, die wir in diesem Hackerspace zur Verfügung hatten. Das Projekt lief auch einigermaßen gut, aber es war recht mühsam voranzukommen, weil diese RS-485-Geschichte, die ist erprobt und die haben vielleicht auch manche von euch schon mal verwendet, aber wir haben eben Mikrocontroller verwendet in diesem Projekt und jeder von euch, der oder die schon mal Mikrocontroller verwendet hat, weiß, dass das ein schwieriges Unterfangen ist. Man muss da in relativ niedrigleveligen Programmiersprachen schreiben. So, ich hatte das damals alles in C geschrieben und dann eben mit dem AVR-GCC übersetzt und so weiter. Ihr kennt das und das ist eine frickelige Geschichte und auch wenn man schon viele Jahre Erfahrung hat in C, dann kommt man trotzdem langsam und mühsam voran. In demselben Jahr ist dann allerdings der Raspberry Pi auf den Markt gekommen und das war eine super Sache für mich, weil auf einmal diese Brücke geschlagen wurde zwischen man hat einen recht günstigen Single-Board-Computer, der aber auch Hardware ansprechen kann, auf dem man dann aber ein vollwertiges Linux benutzen kann und alle möglichen Hochsprachen, die man eben so benutzen möchte. Ich hatte mir das dann also angeschaut und evaluiert und ausprobiert und war vollkommen überzeugt und habe dann für mich den Beschluss getroffen, dass ich Automatisierung, also im Rahmen von Heimautomatisierung und so Sachen, grundsätzlich nur noch in Hochsprachen umsetzen möchte und grundsätzlich nur noch auf Raspberry Pis oder besser. Aber diese ganze Mikrocontroller-Geschichte war von dem Punkt an für mich erledigt. Für den Raspberry Pi habe ich dann damals ein reproduzierbares Read-Only-Image gebaut. Denn uns ist in anderen Embedded-Devices aufgefallen, dass der erste Punkt, der üblicherweise kaputt geht, nicht die Hardware selbst ist, sondern das Speichermedium, was da drin steckt. Wir hatten zum Beispiel zu dem Zeitpunkt für ein paar Jahre ein Firewall-System in Betrieb und dort ist halt als erstes die CF-Karte abgeraucht, weil wir einfach ein reguläres Linux installiert haben. Und das hat dann eben auch darauf geschrieben und so weiter und dann sind irgendwann die Schreibzyklen durch und dann geht das Ding nicht mehr. Aus diesem Problem hatten wir also gelernt und hatten auch schon dieses System auf Read-Only umgestellt und dann haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir jetzt grundsätzlich nur noch Read-Only-Images, das erscheint uns langlebiger. Damit dieses Read-Only-Image nicht nur einmal zusammengebaut wird, sondern auch von jedem Mitglied in dem Hackerspace reproduzierbar wieder zusammengebaut werden kann, damit da jeder auch wirklich mitarbeiten kann und das nachvollziehen kann, was da passiert, hatte ich eben so ein kleines Skript geschrieben und wenn man das laufen lassen hat, dann kam da am Ende ein Image bei raus. Soweit so gut, das hat auch funktioniert, aber es gab damit ein paar Probleme. Vor allem die Updates waren ein Problem, denn solange ich daran rumgebastelt hatte, war alles kein Problem, aber diese Updates haben eben immer einen relativ großen Block an Zeit gefressen. Das lag nicht nur daran, dass man das Skript selbst hat updaten müssen, weil sich Details geändert haben. In der Zeit hatte zum Beispiel Debian das Init-System umgestellt. Die komplette mDebian-Distribution ist verschwunden und das ist jetzt alles nach Debian gewandert. Also lauter so Sachen, die sich da geändert haben und insbesondere, wenn man so ein System nimmt und es dann quasi in ein Image installiert und im Nachhinein auf Read-Only ummünzt, dann ist das doch was, was halt nicht so gut passt, ja. Und dann musste man das also erstmal zurechtfrickeln. Aber vor allem musste man dann auch viel testen und die Fehler, die sich dabei einschleichen, findet man gegebenenfalls erst später. Das Resultat war dann, dass ich persönlich bei mir im Haus Raspberry Pis am Laufen hatte, die mit dem Image gelaufen sind, was ich 2013 gebaut hatte. Und das
hat sich so durchgezogen bis 2017. Denn stellt sich raus, wenn man anfängt, Vollzeit zu arbeiten, dann kann man nicht mehr irgendwie so viel am Raspberry Pi rumfrickeln. Und das ist soweit auch gar kein Problem, weil das Image wunderbar funktionierte. Also die Idee, ein Read-Only-Image zu nehmen, ist wunderbar aufgegangen, aber der Nachteil ist natürlich, die Sicherheitslücken sammeln sich über 4 Jahre an und ich fühle mich nicht wohl dabei, ein Gerät in meinem Heimnetz zu haben, welches quasi die Sicherheitslücken der letzten 4 Jahre mit sich bringt. Ich habe mir also ein paar Fragen gestellt. Zum einen, kann man die Angriffsfläche von so einer typischen Raspberry Pi-Installation stark reduzieren, damit also, wenn sich Sicherheitslücken einschleichen, man möglichst nicht davon betroffen ist. Zweitens, kann man die Updates komplett automatisieren? Ich habe gerade erklärt, das ist ein Punkt gewesen, der bei mir einfach effektiv nicht funktioniert hat in der Praxis. Die Updates müssen automatisch sein oder sie werden nicht gemacht. Und drittens, wenn wir eh schon dabei sind, kann man nicht die Einrichtung von so einem Raspberry Pi drastisch vereinfachen? Also nicht nur für mich persönlich, sondern vielleicht auch für andere Leute, die Projekte haben, die sie veröffentlichen möchten, kann man das einfacher machen. So, als Übersicht über Go Crazy, wenn man mich fragt, das in einen Satz zu packen, dann würde ich sagen, es ist ein Projekt, um in Go geschriebene Programme auf Raspberry Pis zu betreiben. Das braucht dann natürlich auch ein Init-System und weil in diesem Projekt nicht nur die Programme in Go geschrieben sind, sondern alles in Go geschrieben ist, ist also auch unser Init-System in Go geschrieben und es handelt sich hierbei um ein stark integriertes System. Das heißt, Features wie ein Web-Interface, ein Logging-Mechanismus, ähnlich wie das Syslog oder das Journal und der Update-Mechanismus sind schon alles dabei. Abgesehen von dem Kernel und einem Init-System braucht man natürlich auch ein bisschen Userland. Was man konkret braucht oder was wir konkret bieten derzeit, ist ein NTP und ein DHCP-Client, um eben die Uhr zu setzen, weil, wie ihr wisst, der Raspberry Pi keine Realtime-Clock hat, die persistent ist, und den DHCP-Client, damit man eben im Netz auch eine IP-Adresse beziehen kann. Aber das war's dann auch schon, der Linux-Kernel macht dann den Rest. Wenn man beispielsweise in einem Heimnetz IPv6 ausgerollt hat, dann braucht man nicht mal streng genommen einen DHCP-Client, könnte den sogar weglassen. Frage. Ja, genau. Ich kann auch gerne später noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ich habe auch noch ein paar Codebeispiele, da siehst du dann auch, wie das in etwa aussieht und was in diesem Projekt konkret die attraktiven Features sind. Aber können wir gerne später nochmal darauf zurückkommen. So, jetzt ist auch schon die Zeit gekommen, um eine kurze Demo zu geben. Was ich vorbereitet habe, ist, ich habe auf meinem Computer einen DHCP-Server vorbereitet, damit ich quasi mein Heimnetz simulieren kann. Ich werde ein Programm verwenden namens Go Crazy Packer, mit dem ich dann Go Crazy auf eine SD-Karte installiere und dann werde ich den Boot-Vorgang über die serielle Konsole verifizieren und das Webinterface ein bisschen zeigen. So, ich habe jetzt also hier mitgebracht einen handelsüblichen Raspberry Pi 3, aus dem nehme ich jetzt die SD-Karte raus und stecke sie hier in meinen Card-Reader, also einfach ganz normaler USB-Card-Reader und jetzt habe ich hier eine SD-Karte, die augenscheinlich einfach leer ist. So. Das also nur als Vorbereitung, damit ihr seht, dass hier auch wirklich nichts vorbereitet war. Jetzt sage ich Go Crazy Packer und sage ihm, dass er die SD-Karte devsdb überschreiben soll mit dem Programm github.com/gocrazy/hello. Das ist jetzt auch schon fertig. Jetzt nehme ich also die Karte wieder raus und stecke sie hier in meinen Raspberry Pi rein. Und jetzt wechsle ich hier auf den USB-to-Serial-Adapter, den ich angeschlossen habe, damit wir die serielle Konsole lesen können. Gebe dem Raspberry Pi Strom. Der Bootloader lädt den Kernel und hier haben wir auch schon die Linux-Boot-Meldungen. So, soweit so gut. Hier jetzt noch ein kleines Detail. Man sieht hier, ich scroll noch mal kurz hoch, damit man das auch wirklich sieht. Man sieht hier die Boot-Meldung. Er sagt, der Build-Timestamp ist gerade jetzt hier. Also das ist wirklich gerade live passiert. Das ist das Image, was ich hier gerade draufgehauen habe. Auf dem DHCP-Server sehen wir jetzt, er hat sich eine IP-Adresse bezogen und jetzt können wir noch mal zurückgehen auf die Ausgabe von dem Packer. Der hat uns hier so eine URL entgegengeworfen und wenn ich die jetzt hier im Browser aufmache, dann komme ich auf die Web-Oberfläche. Hier sieht man die Dienste, die auf diesem System laufen. Wie schon angesprochen, einen DHCP-Client und einen NTP-Client habe ich am Laufen. Der DHCP-Client teilt uns mit, welche IP-Adresse er sich bezogen hat. Der NTP-Client sagt, dass er sich die Zeit nicht aktualisieren kann. Das liegt einfach daran, dass ich hier kein Routing auf meinem Computer eingerichtet habe und der kann jetzt also nur mit meinem Computer reden und nicht mit den NTP-Servern im Internet. Und dann der eigentlich spannende Teil, man sieht auch, dass wir hier unser Hello World Programm am Laufen haben. Das Einzige, was das Programm ausgibt, ist Hello World und man sieht hier, dass Go Crazy bemerkt, dass das Programm sich die ganze Zeit beendet und es immer wieder startet. Das heißt, die Idee ist, dass man persistent laufende Dienste auf dieser Plattform bauen kann. Zusätzlich
sieht man hier noch ein paar mehr Infos, zum Beispiel die Speicherbelegung. Man sieht, dass wir fast den kompletten Speicher zur Verfügung haben, abgesehen von dem Speicherbereich, den das Init-System und der DHCP-Client braucht und ein bisschen Speicher, den der Kernel für sich beansprucht. Wir können eine permanente Partition haben, das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Er sagt mir hier, wie ich das machen könnte, einfach mit einem MKFS-ext4 und man sieht, auf welchen Adressen er lauscht. So, soweit für die Demo und dann erkläre ich ein bisschen mehr über das Projekt. Die unterstützte Hardware ist exakt der Raspberry Pi 3. Kein früherer Raspberry Pi und im Moment auch kein späterer. Das müssen wir dann evaluieren, wenn es spätere gibt. Was viele Leute am Anfang fragen, wenn sie von dem Projekt zum ersten Mal lesen, ist der Raspberry Pi 0W unterstützt? Nein, denn das ist eine komplett andere CPU wie der Raspberry Pi 3. Der 0W ist die gleiche Architektur wie der erste Raspberry Pi. Das ist uns zu alt, denn wir haben uns entschlossen, nur den Raspberry Pi 3 zu unterstützen, weil das die erste Version ist, die vom Upstream Linux Kernel direkt einfach so unterstützt wird. Das heißt, ihr könnt auf kernel.org gehen, euch ein Linux runterladen, das kompilieren, draufspielen und das läuft. Das ist bei den anderen Raspberry Pis nicht der Fall, sondern dort braucht man von der Raspberry Pi Foundation den Linux Kernel Fork. Das wollte ich absichtlich nicht machen, damit einfach quasi ein Mittelsmann aus dem Weg geschafft wird, was Sicherheitsupdates und dergleichen angeht. Frage? Soweit ich weiß, nicht. Die Frage war, ob das beim Raspberry Pi 2 nicht auch genauso wäre. Soweit ich weiß, nicht, aber da können wir gerne später nochmal nachschauen. Also ich dachte, der bräuchte dann doch noch ein paar Patches, aber schauen wir nochmal. Ein weiterer Punkt ist, dass wir mit der ARM64-Architektur arbeiten und die ist wiederum erst beim Raspberry Pi 3 eingeführt worden. Was wir auch brauchen, ist ein Ethernet-Port, denn GoCrazy hat derzeit keine Unterstützung für Wi-Fi. Man könnte relativ einfach eine Unterstützung für offenes Wi-Fi einbauen, aber sobald man von verschlüsselten Netzen spricht, brauchen wir einen Supplicant und den müsste man dann erstmal implementieren. Hier verlinkt auf den Folien, die auch später online kommen, ist der Link zu einem GitHub-Issue, wo das diskutiert wird. Also wenn ihr da Meinungen habt oder euch einbringen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und der dritte und letzte Punkt, warum wir uns auf genau eine Version beschränken, ist, dass wir die Testmatrix möglichst klein halten wollen. Das heißt, wenn jemand mir einen Pull-Request schickt oder sonstige Änderungen vorschlägt, dann möchte ich natürlich nicht irgendwie mich an meinen Tisch setzen mit 10 verschiedenen Raspberry Pis und das auf jedem einzelnen durchtesten müssen, sondern das soll schön einfach bleiben. Aber da müssen wir mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, ob sich das als einfach oder schwierig herausstellt, andere Raspberry Pi-Versionen auch aufzunehmen oder nicht. So, Cross-Compilation funktioniert unter Go sehr einfach. Ich habe als ersten Befehl mal hingepackt, wie man das github.com/gocrazy/hello-Programm kompilieren und installieren würde auf dem Host-System. Das funktioniert einfach mit go-install und dann der Name des Pakets. Wenn man das jetzt cross-compilen möchte, dann ist nichts weiter zu tun, als zwei Umgebungsvariablen zu setzen, beziehungsweise eine, wenn man schon auf Linux arbeitet, und zwar die GoArch auf ARM64 und GoOS auf Linux und dann den gleichen Befehl. Und dann kriegt man ein Binary, welches statisch kompiliert ist, was bei Go standardmäßig der Fall ist, welches man direkt auf dem Raspberry Pi laufen lassen kann, sofern man ein C-Userland hat, also eine libc. Sofern man keine libc hat, muss man eine weitere Umgebungsvariable setzen, nämlich cgo-enabled auf 0. Und dann kann man das Programm direkt auf dem Raspberry Pi ohne sonstige Dateien laufen lassen. Das heißt, das war auch tatsächlich das Erste, was wir gemacht hatten in diesem Projekt. Wir haben einfach einen Hello World geschrieben, haben das cross-compiled und haben den Kernel mit init gleich slash hello laufen lassen, das auf eine SD-Karte gespielt und geschaut, ob das tut und das funktioniert. Also man braucht, um ein Go-Programm auf einem Raspberry Pi auszuführen, nichts weiter als das Programm selbst. Fertig. So, weiterhin Init-System, das war dann unser nächster Prototyp, also Init-System in Anführungszeichen, das ist natürlich längst nicht fertig, aber es kann sehr einfach sein, wenn man das Feature-Set stark beschränkt. Was wir hier machen, ist, in der Main-Funktion rufen wir ein paar Goroutinen auf, die die Supervise-Funktion laufen lassen. In diese Funktion ist im Wesentlichen eine Endlosschleife, die den angegebenen Befehl, also in dem Fall slash hello, startet und dann eine Sekunde schläft und ihn dann wieder startet. Und dann sagen wir, also das kann man dann noch wiederholen für alle Programme, die man so laufen lassen möchte und dann geht man in eine Endlosschleife. Und zack, schon hat man ein System, welches Prozesse startet und laufen lässt. So, wie kommt jetzt eigentlich die Software auf den Raspberry Pi? Der Raspberry Pi, wie ihr sicherlich wisst, benutzt eine SD-Karte und erwartet auf dieser SD-Karte ein MS-DOS-Partition-Table,
In dieser Partition Table wiederum muss als erstes Dateisystem eine FAT-Partition referenziert werden, auf der dann die Firmware erwartet und geladen wird. Wie man das also auf einem typischen Linux-System macht, ist auf den Befehlen hier unten auf der Folie erklärt. Man würde also mit fdisk das Device partitionieren, die VFAT-Partition erstellen, das Dateisystem einbinden und dann init, hello, den Linux-Kernel, Config-Dateien und Firmware drüber kopieren und das dann anmounten. Soweit so gut. Allerdings fand ich diesen kompletten Ansatz von wegen fdisk, mkfs, Filesystem, Loopmounts hat einige Nachteile. Ich finde ihn unglaublich unbequem zu automatisieren. Die Schnittstelle ist hauptsächlich für interaktive Benutzung ausgelegt und Cleanups sind oft schwierig. Also ich hatte es mehr als einmal, dass ich bei einem Filesystem oder Loopmount meinen Computer anschließend neu starten musste, weil sich irgendwas verklemmt hat, wenn man in der falschen Reihenfolge die Befehle ausführt oder irgendein Blockdevice nicht richtig reagiert und so weiter. Das fand ich also alles recht hässlich. Außerdem erfordern alle diese Befehle Rootrechte und auf manchen Betriebssystemen, die von Go unterstützt werden, sind die Tools auch gar nicht vorhanden. Zum Beispiel fdisk auf macOS kann keine MS-DOS Partition Tables schreiben. Und zu guter Letzt sind die Befehle natürlich alle nicht in Go geschrieben und eine Idee von dem Projekt war eben, zu schauen, wie viel man tatsächlich in Go selbst machen kann. Die logische Konsequenz war also, wir brauchen eine eigene Implementation. Stellt sich aber raus, Partition Tables zu schreiben, ist auch gar nicht so schwierig. Ich habe hier den Code mal auf die Folie gepackt. Das Einzige, was ich hier ausgelassen habe, ist Partition 2 bis 4. Die funktionieren nämlich genauso wie Partition 1 und das hätte sonst nicht auf die Folie gepackt, sodass man es noch lesen kann. Was man aber im Wesentlichen machen muss, ist, die ersten 446 Bytes lassen wir einfach leer. Da wird standardmäßig der sogenannte Boot-Machine-Code erwartet, also quasi so einen Mini-Bootloader oder einfach ein paar Befehle für ältere Computer. Stellt sich raus, der Raspberry Pi unterstützt die nicht und braucht die nicht, deswegen lassen wir sie einfach weg. Und dann kommt die eigentliche Partition-Table. Die hat ein Byte, in dem Flags gespeichert werden. Da setzt man also das Active-Partition-Flag, damit auch davon gebootet wird. Dann kommen die CHS-Values, also Cylinder-Head und Sectors. Das ist ein recht altes Adressierungsverfahren für Festplatten oder Datenträgerbereiche. Die setzen wir auf ungültig, denn die haben ein Limit, über welches wir gerne drüber kommen würden. Und wenn man die auf ungültig setzt, dann werden hier die letzten beiden Werte benutzt und die sind dann einfach logische Werte, also quasi Byte-Offsets und nicht mehr dieses verquerte Cylinder-Head- und Sektor-Adressierungsverfahren. Das letzte Byte, was ich noch nicht erwähnt habe, ist der Typ der Partitionstabelle und diejenigen unter euch, die schon mal fdisk benutzt haben, erinnern sich sicherlich, fdisk fragt einen sogar nach dem Bytewert, da gibt man dann C ein und das bedeutet dann FAT. Und das wird dann also auch 1:1 so auf die SD-Karte gemalt oder auf den Datenträger. Nachdem man dann das gleiche für Partitionen 2 bis 4 gemacht hat, schreibt man am Ende die Signatur, die ist fix 0xAA55. Das Ganze wird dann im Little-Endian-Verfahren geschrieben und dann hat man auch schon eine funktionierende Partitionstabelle. Die Konklusion ist also quasi, dass fdisk meiner Meinung nach ein sehr kompliziertes Programm ist, um 16 Bytes zu schreiben. So, kommen wir zum Dateisystem. Wir haben uns entschlossen, das FAT16B-Dateisystem zu implementieren. Wenn ihr auf der Wikipedia nachschlagt, unter FAT-Dateisystem, da gibt es noch ganz viele andere Varianten. Die unterscheiden sich darin, wie groß die Integer-Werte sind, die benutzt werden, in diesem Fall eben 16-Bit. Die Implementation davon kann man in weniger als 500 Zeilen Go-Code machen. Wir unterstützen nur 8.3-Dateinamen, weil längere Dateinamen patentbehaftet sind. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Ein FAT-Dateisystem besteht im Wesentlichen aus einem Boot-Sektor, was ein anderes Wort ist für Metadaten, aus der eigentlichen File Allocation Table, die also dem FAT-Dateisystem den Namen gibt, aus den Einträgen des Root Directories, die haben eine fixe Größe, man kann also nicht mehr als eine bestimmte Anzahl an Dateien oder Subdirectories im Root Directory haben, und aus der Data Area. Das schreibt man also hintereinander auf die SD-Karte und dann ist man auch schon fertig. Die einzigen Sachen, die man ein bisschen beachten muss, ist, dass viele Abschnitte aufgefüllt werden müssen. Es gibt also Padding sowohl auf die Sector Size, die ist 512 Bytes, und auf die Cluster Size, die kann man selbst festlegen. Wir setzen die zum Beispiel derzeit auf 4-mal die Sector Size. Das kann man aber, wie gesagt, ändern und das wird dann im Boot-Sektor niedergeschrieben. Die Cluster Size bestimmt den Overhead und die maximale Dateisystemgröße. Also wir können zum Beispiel 127 Megabyte maximal derzeit schreiben. Das kann man aber nach oben ändern. Das wird dann halt ineffizienter für kleine Dateien. Also das ist ein Dateisystem, wo man noch diesen Trade-off machen musste und sich am Anfang überlegen muss, wo muss ich jetzt da diesen Wert setzen.
Auch hier wieder auf der Folie, die Implementation ist verlinkt. Das heißt, wenn ihr euch das anschauen wollt, könnt ihr gerne tun. Eins möchte ich noch rausstellen, das ist kein kompletter Treiber, sondern das ist Code, der ein FAT16B-Image erzeugt. Das heißt, es ist write-only und dadurch wird auch einiges deutlich einfacher. So, als Einschub, was ist eigentlich auf dieser SD-Karte und wie kriegen wir Updates damit hin? Wir haben 4 Partitionen zur Verfügung, im einfachen Partitionsschema, sonst muss man auf logische Partitionen zurückgreifen, das machen wir nicht. Auf der ersten Partition, die mit 100 Megabyte bemessen ist, speichern wir alle Boot-Dateien, also das Linux-Kernel-Image und die Firmware-Dateien für den Raspberry Pi. Das muss, wie gesagt, in einem FAT16B-Dateisystem abgelegt werden, damit der Bootloader das laden kann. Als zweite und dritte Partition haben wir Root-Partitionen. Darauf gespeichert ist GoCrazy selbst, also das Init-System und das Userland, sowie alle Apps, die ihr da drauf packt und dort auf die SD-Karte schreiben wollt. Das haben wir auch als FAT16B-Dateisystem implementiert, einfach weil wir den Code schon hatten. Man hätte natürlich auch ein beliebiges anderes Dateisystem implementieren können. Das wollen wir wahrscheinlich später auch machen, zum Beispiel in SquashFS. Da schauen wir mal noch. Dann ist man auch nicht mehr auf diese 8.3 Dateibenamsung angewiesen, sondern kann da volle Namen verwenden. Die vierte Partition, wie vorhin kurz angedeutet, kann benutzt werden für persistente Daten und wird komplett dem Benutzer frei überlassen, welches Dateisystem da verwendet werden soll, solange natürlich der Linux-Kernel das unterstützt. Für die Updates benutzen wir einen AB-Mechanismus. Das heißt, wir haben hier Root 2 und Root 3. Standardmäßig wird die Root-Partition auf Root 2 geschrieben. Und wenn man dann übers Netz updatet, wird die neue Root-Partition auf Root 3 geschrieben und nachdem sie komplett geschrieben wurde, wird in der Boot-Partition einfach in der Command-Line die Partitionsnummer geändert, sodass beim nächsten Boot nicht mehr von Boot 2 gestartet wird, sondern nicht mehr von Root 2, sondern von Root 3. Und so wird das also immer hin und her gesetzt und das ist deswegen nötig, weil für die erste Partition, für die Boot-Partition, lädt der Raspberry Pi Bootloader den kompletten Inhalt in den Speicher und startet dann davon, aber für das Root-Dateisystem ist das nicht der Fall und der Linux-Kernel lädt vielleicht nicht alle Blöcke ein, sondern nur dann, wenn die Anwendungen sie auch tatsächlich brauchen und deswegen kann man das Dateisystem nicht einfach quasi unter dem Kernel, unter der Nase wegtauschen. So, damit wir in der Boot-Partition die Nummer umbiegen können, brauchen wir natürlich dann doch auch einen FAT16B-Reader und da haben wir einen ganz minimalen Reader implementiert, welcher einfach den Ort der Datei zurückgibt, sodass man dann in place ersetzen kann. So, wie ist eigentlich die Organisation und woher kommt jetzt eigentlich Firmware und Kernel? Die Firmware ist bei uns auch einfach in einem Git-Repository, das findet man unter github.com/gocrazy/firmware. Der Grund dafür ist, dass wir das Go-Tool benutzen, also das Tool, was mit der Programmiersprache mitkommt, um alle Pakete zu verwalten. Also nicht nur die Programme an sich zu verwalten, sondern eben auch die Plattform zu verwalten und Updates einzuspielen. In diesem Repository befinden sich die Boot-Dateien, konkret alle 11 Bin- und Dat-Dateien aus dem offiziellen Raspberry Pi Firmware Repository. Das liegt daran, dass das proprietäre Binaries sind, also dafür ist der Source Code nicht verfügbar. Sonst würden wir die natürlich auch gerne selber kompilieren, aber so müssen wir sie einfach kopieren von Upstream. Es gibt für diejenigen, die davon noch nicht gehört haben, auch eine freie Firmware für den Raspberry Pi in Arbeit, aber mein letzter Stand ist, dass sie noch kein USB, DMA und Ethernet unterstützt, was natürlich ein bisschen einschränkend ist, insbesondere weil Ethernet unsere einzige Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Rest der Welt ist und deswegen benutzen wir noch die proprietäre, aber vielleicht stellen wir das ja irgendwann um. Der Kernel erwarteterweise lebt in github.com/gocrazy/kernel und was wir hier geschrieben haben, ist ein kleines Build-Programm. Man würde vielleicht vermuten, dass man mit einem Build-Skript anfängt, aber wie gesagt, die Idee hier war, wir machen alles in Go, also auch alles Tooling ist komplett in Go, es gibt kein einziges Shell-Skript oder so. Und dieses Programm baut den Kernel reproduzierbar für die ARM64-Architektur. Dazu benutzen wir einen Docker-Container. Das machen wir deswegen, damit wir eine fixe Umgebung haben, die sich nicht ändert, die auch einfach reproduzierbar ist und die wir insbesondere auch auf Travis CI benutzen können. Der Docker-Container ist sehr einfach aufgebaut. Das sind einfach 5 Zeilen und das basiert auf Debian Stretch, also die ganz aktuelle Version, die vor kurzem released wurde. Und für diejenigen, die damit noch nicht gearbeitet haben, um Cross-Compilation auf Debian Stretch zu benutzen, muss man ganz einfach ein Paket installieren, nämlich das Cross-Build Essential ARM64 und schon hat man eine Toolchain auf seinem Computer, mit der man ARM64-Binaries erzeugen kann. Das ist sehr angenehm. Das Resultat dieses Build-Programms sind das VM-Linux-Kernel-Abbild, die Raspberry Pi
3B-DTB-Datei, also die Device-Tree-Datei, aber keine Init-RD. Wir hätten eine Init-RD benutzen können, aber ich sehe den Punkt derzeit nicht und deswegen haben wir es einfach der Einfachheit halber weggelassen. Für diejenigen, denen Device-Tree nicht sagt, das ist quasi wie eine Konfigurationsdatei für den Kernel, die beim Starten eingeladen wird, damit die verschiedenen Bootloader und Systemarchitekturen, die von der ARM-Architektur benutzt werden, also quasi jedes Embedded Device ist ja anders, damit die alle unterstützt werden können vom selben Kernel-Image. Das ist quasi Parameterisierung für den Kernel. So, wie sieht das Ganze aus? Auch hier wieder ein bisschen Code-Auszug. Was wir hier machen ist, wir rufen make-dev-config auf, damit wir die Standardkonfiguration des Linux-Kernels bekommen. Was ich dann hier wieder weggelassen habe auf der Folie aus Platzgründen, ist die Modifikation an der Config-Datei, die wir durchführen. Wir aktivieren alle Treiber, die wir für den Raspberry Pi brauchen. Dann rufen wir nochmal old-dev-config auf, damit sich basierend auf diesen Änderungen die ganzen Dependencies gerade biegen. Und dann wird der Kernel auch schon kompiliert mit einem Make-Aufruf, parallelisiert. Und das Einzige, was wir hier noch brauchen, sind ein paar Umgebungsvariablen, damit der Kernel reproduzierbar gebaut werden kann. Das heißt, das Kernel-Image, was ihr in dem Repository findet, könnt ihr auch ganz einfach lokal reproduzieren, wenn ihr der Infrastruktur nicht vertraut. Und das Einzige, was man hier braucht, sind eben kbuild, build user, host und timestamp. Das sind so die Sachen, die normalerweise mit in den Kernel einfließen und die fixieren wir eben auf bekannte Werte und dann ist der Bit für Bit identisch. So, wie funktioniert diese ganze Infrastruktur? Es war wichtig für uns, dass wir ein System haben, welches man recht einfach nachvollziehen kann. Deswegen haben wir uns überlegt, wie würde man das manuell machen und haben das dann so gut wie möglich nachgebaut. Das heißt, wir haben auf Travis, dem Continuous Integration Service, Cronjobs am Laufen, die also jeden Tag dahergehen und laufen. Und die schauen einfach, ob es upstream eine neue Version gibt. Also die schauen im Falle des Kernel Repositories, ob es eine neue Linux-Kernel-Version gibt. Und falls ja, machen die einen Pull-Request auf. Ich habe hier auch mal so einen Pull-Request als Beispiel. Hier sieht man den Pull-Request für das Auto-Update auf Linux 4.10.6. Und was man hier sieht, ist, das Einzige, was die Automatisierung geändert hat, ist also die URL, wo das Kernel-Build-Programm den Kernel lädt. So, was dann passiert, ist, dieser Pull-Request wird also auf GitHub aufgemacht und wird dann gebaut von Travis. Das heißt, im Falle des Kernels wird der Kernel gebaut und im Falle der Firmware wird die Firmware heruntergeladen. Das Resultat des Bauvorgangs wird dann in den Pull-Request eingearbeitet. Das heißt, der Commit wird dann amended und geforce pushed und dadurch, dass sich dieser Pull-Request verändert hat, wird nochmal ein neuer Travis-Lauf angestoßen. Dann wird auf Travis also der neue Lauf, schaut dann, Moment, der Kernel ist schon gebaut, den muss ich jetzt also nicht nochmal bauen, ich muss ihn aber noch testen. Und das funktioniert über ein separates Programm, welches auf einem Raspberry Pi bei mir zu Hause läuft. Und was das macht, ist, es baut einfach so einen Go-Crazy-Image, so wie wir das vorhin in der Demo auch gemacht haben, installiert es auf einen Raspberry Pi, der sozusagen als Opfergabe läuft. Und wenn der nach einem Reboot wieder hochkommt, dann ist das Image offenbar erfolgreich gebaut worden und wenn nicht, dann ist da irgendwas schiefgegangen. Für den Fall, dass es erfolgreich gebaut wurde, wird das dann auch automatisch gemerged. Also der Pull-Request wird automatisch gemerged und damit ist das Update dann auch erledigt, also serverseitig. Das funktioniert also so, dass immer wenn es eine neue Linux-Version gibt, kriege ich am Folgetag oder am gleichen Tag in meiner Inbox eine E-Mail, in der ich eben sehe, da wurde dieser Pull-Request erstellt und dann kann ich einfach schauen, wie viele E-Mails sind in dem Thread. Und wenn es 3 E-Mails sind, dann weiß ich, okay, die erste E-Mail war Pull-Request geht auf, die zweite war Boot-Test ist successful und die dritte war, es wurde gemerged. Und wenn es keine 3 sind, sondern nur eine, dann muss ich mal schauen, ob da irgendwas schiefgegangen ist. In der Vergangenheit, so über die letzten paar Monate, haben alle Updates funktioniert. So, kommen wir also zur Zusammenfassung für das Projekt selber. Die ursprünglich gestellten Fragen können wir wie folgt beantworten. Die Angriffsfläche haben wir stark reduziert. Wo vorher also einige Komponenten beteiligt waren, in so einer typischen Linux-Distribution haben wir jetzt nur noch 4 Komponenten plus die jeweiligen Anwendungen, die wir betreiben wollen. Alle davon sind in Go implementiert, also in einer Memory-Safe-Programmiersprache, nicht mehr alles in C. Dadurch haben wir komplette Klassen von Angriffsszenarien schon mal komplett ausgeschlossen.
Die Updates funktionieren komplett automatisch, da muss man also nichts mehr machen. Und zusätzlich haben wir die nette Eigenschaft, dass wir mit einem einzigen Befehl eine SD-Karte so weit vorbereiten können, dass man sie direkt in den Raspberry Pi stecken kann und das Programm einfach ausführen kann. So, jetzt fragt ihr euch sicherlich mittlerweile, okay, und was macht man jetzt damit? Ich habe vier Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Das erste ist Medienautomatisierung. Ich habe zu Hause einen AV-Receiver und ich habe ein Programm am Laufen auf einem meiner Raspberry Pis, welches verschiedene Computer überwacht, also einfach indem es Pings schickt und schaut, ob diese Computer an sind oder ob bestimmte Anwendungen laufen, sagen wir zum Beispiel Spiele oder so, oder ob die gesperrt sind und daher gerade nicht in Benutzung, oder ob auf Chromecast was wiedergegeben wird und so weiter. Und sofern das Programm eben feststellt, dass irgendwo irgendwas abgespielt wird, schaltet es alle Geräte automatisch um. Also schaltet zum Beispiel den AV-Receiver auf den richtigen Kanal, die Lautstärke richtig, macht Videoprojektoren an und aus und lauter so Sachen. Das Ganze ist ganz ähnlich wie HDMI-CEC für diejenigen, die das kennen, funktioniert aber natürlich auch für Geräte, die kein HDMI benutzen. Zum Beispiel wird mein Computer über Toslink angeschlossen und der Receiver hat ohnehin keinen anständigen HDMI-CEC-Support. Das ist leider bei vielen Geräten so. Als zweites habe ich Hausautomatisierung am Laufen. Ich habe konkret die Homematic-Geräte-Reihe gekauft. Und die wurde mir damals empfohlen. Man sagte mir, dass die gut funktioniert und das stimmt soweit auch. Also die Hardware funktioniert gut. Die haben so Heizungsthermostate und Temperatursensoren und schaltbare Steckerleisten und sowas. Und die funktionieren auch alle einwandfrei und machen einen wertigen Eindruck. Aber die Software ist leider vollkommen eine Grütze. Das ist also, geht also soweit, dass diese Central Control Unit, die sie mitliefern, ist einfach so ein kleines Embedded Device, auch mit einem ARM-Prozessor und der hat eine Web-Oberfläche, so wie man das halt erwarten würde heutzutage. Aber wenn man da drin so rumklickt, dann hat jeder Mausklick eine Verzögerung von 5 Sekunden ohne Fortschrittsanzeige. Ja? Also es ist total frustrierend, die zu benutzen. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, stell dich nicht so an, wie oft stellst du deine Heizungsprogramme um? Und die Antwort ist ja, okay, wahrscheinlich irgendwie nur, bevor ich in Urlaub fahre und einmal im Jahr sonst. Aber diese Control Unit ist auch in anderen Bereichen unausreichend. Zum Beispiel wollte ich die ganzen Temperaturwerte auch exportieren, weil ich mit der Anzeige in der Control Unit nicht zufrieden bin. Und dann dachte ich mir, okay, da schreibe ich ein kleines Programm, welches auf einem Raspberry Pi läuft, diese Temperaturwerte ausliest und sie dann an eine Prometheus-Instanz schickt, wo ich die also dann speichern und verarbeiten kann. Und das funktioniert auch einwandfrei eigentlich, aber nach circa 2 Wochen geht das reproduzierbar kaputt. Und der Grund dafür ist, dass die Control Unit einfach keine Daten mehr schickt und wenn man sich dann in diese Control Unit einloggt und in das Syslog schaut, dann sieht man, dass der Umkiller vorbeikam und den Java-Prozess gekillt hat, der out of memory gegangen ist, der eben hier diese Logik implementiert. Und dann hatte ich eben am Anfang mir einen Watchdog implementiert, der also einfach per Cron schaut, läuft der Prozess noch und dann macht er einen Reboot, aber das ist ja keine Dauerlösung, vor allem als ich dann die Software aktualisiert habe auf dieser Control Unit, ist das Gleiche wieder passiert, also ist auf andere Arten und Weisen kaputt gegangen und der Hersteller reagiert auch einfach gar nicht auf meine Bug Reports und dann dachte ich, hey komm, das hat alles keinen Zweck, ich mache das einfach selber. Und was man machen kann, ist, statt dass man diese Central Control Unit benutzt, kann man sich von denen ein Modul kaufen für den Raspberry Pi, das klemmt man einfach auf die Stiftleiste und das benutzt die serielle Schnittstelle und hat dann ein Radio drauf und sendet dann die Befehle und das benutzt ein serielles Protokoll, offensichtlich, weil es die serielle Schnittstelle benutzt. Und die Idee von dem Hersteller ist dann, dass man deren Java-Software benutzt, um dann eben mit diesem Modul zu reden. Das kommt aber bei mir nicht in Frage, weil das soll, wie gesagt, auf Go Crazy laufen und da muss die Software also in Go geschrieben sein und nicht in Java und außerdem ist das Closed Source und die möchte ich nicht betreiben. Außerdem ist es Closed Source, die alle 2 Wochen abstürzt, die möchte ich nicht betreiben. Und dann habe ich mir also ein kleines Programm geschrieben, das ist ein Ersatz für die Central Control Unit, also das greift einfach auf die serielle Schnittstelle zu und macht diese komplette Kommunikation. Die hat, also was ich implementiert habe, sind die minimalen APIs, also es gibt genau Unterstützung für die Geräte, die ich zu Hause habe, also für die Heizungsthermostate, Temperatursensoren und die schaltbaren Steckerleisten. Und ich habe insbesondere auch keine Konfigurierbarkeit in diesem Programm, kein User Interface, sondern ich habe das einfach alles hardcoded. Das heißt, die Idee ist quasi, es ist quasi Scripting, aber statt dass ich mir irgendwie eine Scripting-Sprache ausgedacht habe oder irgendwie eine grafische Konfigurationssprache, wie das viele Hausautomatisierungslösungen umsetzen, habe ich einfach ein kleines Go-Programm, welches ein paar Libraries verwendet, die mir Zugriff auf diese Heimautomatisierung ermöglichen.
Das komplette Monitoring und Auswertung funktioniert dann über Prometheus, wie kurz angerissen. Auf der Folie seht ihr hier einen Screenshot, wie das Ganze aussieht. Man sieht hier oben grob die Auslastung von CPU und Arbeitsspeicher. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Arbeitsspeicher bei 11 Megabyte konstant bleibt und also nicht alle zwei Wochen abstürzt. Das ist schon mal ein großartiger Fortschritt über die bisherige Lösung. Und dann sieht man die ganzen Geräte, wann die sich zuletzt gemeldet haben, wie viel Batterie die noch übrig haben, ob sie gerade das Heizungsventil steuern und so weiter. Und natürlich Feuchtigkeitswerte, Temperaturwerte und solche Sachen. Dann habe ich natürlich auch eine Backup-Lösung. Ich habe ein Programm namens Dornröschen, weil es Rechner aufweckt und Network-Storages aufweckt und so über Wake on LAN. Und das geht also her und hat einfach einen Zeitplan drin. Und immer wenn ich eben ins Büro gehe, dann macht es meinen Rechner an und Network-Storages an. Und über SSH stößt es dann von meinem Rechner aus einen Rsync auf das Network-Storage an. Soweit so unspektakulär. Dann ein bisschen größeres Projekt ist Scan-to-Drive. Das kam so zustande, ich hatte mir einen Dokumentenscanner gekauft, konkret den Fujitsu ScanSnap EX500. Der hat ein paar coole Features. Zum einen ist es ein ganz guter Scanner, so, hat gut abgeschnitten in Testberichten und er hat Cloud-Anbindung. Und dann denkt man sich, ja super, dann kann ich das einfach irgendwie direkt in meinen Google Drive oder Dropbox oder wo auch immer hinladen lassen. Aber stellt sich raus, wenn Fujitsu sagt, Cloud-Anbindung, was sie damit meinen, ist, dass man immer, wenn man ein Dokument scannen will, man irgendwie eine Mobile-App braucht oder eine Windows-Anwendung, noch schlimmer, auf der man dann einen Knopf drückt und dann erst scannt der Scanner Sachen. Aber der Scanner hat schon einen Knopf. Warum muss ich also noch auf einer App auf den Knopf drücken? Und anderes Detail ist, wenn man das also einrichten möchte, dann kann man nicht etwa direkt das mit seinem Google Drive oder seiner Dropbox verbinden, sondern man muss sich einen Fujitsu Services Account machen und dann diesen Account mit den Cloud Services verbinden. Das heißt, die Lösung geht vielleicht irgendwann kaputt, wenn Fujitsu keine Lust mehr hat. Und das finde ich doof. Und außerdem möchte ich meine Daten überhaupt auch gar nicht Fujitsu erst geben, sondern ich möchte sie direkt in meinen Storage-Anbieter der Wahl legen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das kann man doch auch besser machen. Und dann habe ich also diesen Scanner an einen Raspberry Pi angeschlossen und eine Lösung geschrieben, die auf Knopfdruck die Dokumente einfach einscannt, sie dann ein bisschen noch nachbearbeitet, sie dann in einen JPEG packt und das JPEG dann in ein PDF und das PDF dann auf Google Drive hochlädt. Und auf Google Drive hat man dann Volltextsuche für Dokumente und die machen auch OCR für einen. Also das ist alles ganz hübsch. Da muss man dann also einfach, wenn man einen Brief bekommt zum Beispiel, kann man den einfach auspacken, in diesen Scanner legen, Knopf drücken und weglaufen und dann hat man den hinterher in seinem Google Drive. Und kann auch zum Beispiel die Steuerdaten von vor einem Jahr noch einfach über Volltextsuche finden. So, ich hoffe, ihr habt dadurch ein bisschen einen Einblick gewonnen in, was man mit der Plattform so machen kann und wieso ich sie gemacht habe und wie sie funktioniert. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, könnt ihr auf gocrazy.org gehen. Ansonsten gibt es auf den Folien noch einen Feedback-Link oder ihr könnt den QR-Code hier scannen, wenn ihr mir Feedback geben möchtet über den Vortrag. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir haben noch Zeit für Fragen. Ja, bitte. Du hast ja gesagt, dass es da ein Dateisystem noch erstellen kann. Wie kann man dann darauf zugreifen? Ist das dann das Dateisystem virtuell oder? Die Frage war, das Dateisystem für persistenten Speicher, wie kann man darauf zugreifen? Wird das dann quasi so als Overlay-Dateisystem über das Root-File-System gelegt? Die Antwort ist nein, sondern es wird einfach unter /perm eingebunden. Der Beweggrund dahinter ist, dass man die Anwendungen, die man auf GoCrazy betreiben will, ohnehin erstmal entweder verpacken muss oder halt selbst schreiben muss. Und dann kann man ihnen auch sagen, hey, deine persistenten Daten liegen dort unter diesem Ordner. Also für den persistenten Bereich ist man quasi selbst verantwortlich. Da gibt es keine Struktur oder vorgefertigte Lösung oder so, sondern das ist einfach, was auch immer du machen möchtest. Du kannst auch direkt auf die Partition malen oder so, ist der Plattform eigentlich egal. Weitere Fragen? Die Frage war, wie funktioniert das Setup, indem mein einer Raspberry Pi den anderen aktualisiert, um zu testen, ob neue Images funktionieren? Ja, das funktioniert so, dass das Firmware-Update funktioniert auch über HTTP, über das Webinterface. Du musst das Webinterface nicht interaktiv benutzen, sondern das ist nichts weiter als ein Post-Request an eine bestimmte URL. Und wenn du dorthin eben die Daten schickst, dann werden die direkt an den entsprechenden Ort geschrieben, also auf die entsprechende Partition der SD-Karte. Und dann wird eben ein zweiter Request hinterhergeschickt, der den Reboot einleitet.
und dadurch passiert das dann. Also das ist quasi einfach ja, ein bisschen Automatisierung um diese API, die dort geboten wird. Ja. Aber es ist genau der gleiche Server und genau das gleiche Programm wie das Webinterface auch. Ja. Weitere Fragen? Ansonsten bin ich auch noch eine Weile da, also ihr könnt mich auch gerne hinterher noch ansprechen. Und dann sage ich nochmal Danke und noch eine schöne Restzeit.